Der Auftakt zur Trojaner-Kampagne ist mehr ein Warm-up und das ergibt in vielerlei Hinsicht Sinn. Als das Spiel rauskam, dürften viele es nach dem Abschluss aller Hauptspielmissionen erstmal nicht mehr gespielt haben und wahrscheinlich werden die meisten Add-on-Spieler zuerst in die Trojaner-Kampagne gesprungen sein, um das neue Volk auszuprobieren. Daher an sich keine schlechte Idee, diesen Spielern einen ruhigen Wiedereinstieg zu ermöglichen. Das bedeutet aber leider auch, dass hier ziemlich wenig los ist. Die Karte ist tatsächlich größer, als ich sie in Erinnerung hatte, also mal kurz alle Points of Interest. Hier im Norden findet ihr eine Bucht, in der ihr eure Werft bauen könnt. Unser Ziel ist es, 5 Kriegsschiffe und je 10 Level 3 Soldaten jedes Typs sowie 3 Hauptmänner und 10 Pioniere in diesen grünen Kreis zu bringen, wozu wir zusätzlich mindestens 3 Fähren benötigen werden. Die nötigen Rohstoffe dazu sind leicht zu finden. Im nördlichen Berg findet ihr Kohle, Eisen und Stein, im südlichen Stein und Gold. Solltet ihr aus irgendeinem Grund weit in Richtung Osten expandieren, findet ihr dort 3 weitere Bergketten mit Kohle, Eisen und Gold, die ihr aber nicht benötigen werdet. Kommen wir also zur Sache. Morbus wurde aus heiterem Himmel wiederbelebt, die Trojaner existieren irgendwie erst seit 5 Minuten und haben deshalb nicht zum ersten Krieg gegen das Dunkelvolk mitbekommen und sind dementsprechend so verängstigt von dem dunklen Land, dass sie diese komplette Insel aufgeben wollen. Oh, und Troja ist das ja auch nicht. Oder falls doch, dann ist es wirklich nicht sehr überwältigend. Ihr solltet vermutlich auch kurz anmerken, dass ich alle Missionen, wenn nicht anders angegeben, auf Normal spiele. In den Add-on-Karten bekommt ihr auf leicht per Skript zusätzliche Startressourcen. Außerdem habe ich die Multiplayer-Buffs für die trojanischen Bogenschützen aus der History Edition in meine Gold Edition übernommen. Da hier sonst wirklich nichts los ist, wird die F12-Taste hier sehr nützlich sein. Sobald die Schiffe samt Besatzung ihr Ziel erreicht haben, beginnt die große Reise der Trojaner.